Ein ganz besonderes Duell, das viele Tore verspricht. Beide Mannschaften haben sich zuvor die Seele aus dem Leib trainiert. Die Gastgeber, die U50 und U60-Mannschaft des VfL Rehde, haben ihre Erfahrung gleich LKW-weise aufgefahren und die Elf der Büngertechnik trainierte sogar noch bis kurz vor dem Anstoß, als ob es keinen Morgen gäbe. Aber ausgerechnet auf ihren Kapitän Stefan Scheiners müssen die Büngerner heute verletzungsbedingt verzichten. Aber macht nicht, Hauptsache die Jungs haben Spaß, Freude und gehen gesunder vom Platz als ich. Damit die dann auch auf dem Platz fit sind, hilft er noch einmal beim Aufwärmen. Dann aber geht's schon los und die Senioren von VfL Rehde zeigen, was sie in rund 50 Jahren alles so gelernt haben. 30 Minuten dauert ein Spiel und die Zeit wollen sie nutzen. Tatsächlich lassen sie es ordentlich klingeln im Kasten der Büngertechnik. Im Nu steht es 3:0 und die Büngerner tun sich schwer. Erst gegen Ende verfliegt der Respekt vor dem Alter, sodass sie dann noch den Ehrentreffer zum 5:1 erzielen. Hier aber fehlen uns leider die Bilder, da unser Kameramann Manuel selber für Büngertechnik auf dem Platz stand. Im zweiten Spiel dann tauschen die Büngerner ihre erste gegen die zweite Mannschaft, während die Senioren vom VfL die Stellung halten. Die Büngerner agieren jetzt auf Augenhöhe und bringen die VfLer ganz schön ins Schwitzen. Ihr Kapitän gerät geradezu ins Schwärmen. Bin ich echt klasse, Jungs. Die haben was gelernt, das ist super. Das Spiel sieht gut aus. Komm, Junge, anbieten! Am Ende gewinnen die Büngerner sogar knapp mit 6:5. Das aber bleibt nicht die einzige Überraschung. Liebe Sportskollegen aus Büngern und aus Rehde, Norbert, wenn du mal so nett bist und zu mir kommst, wir haben auch für euch, damit ihr vernünftig trainieren könnt, kriegt ihr von unserer Mannschaft 2 Bälle. Oh. Die beiden Bälle hatten die Senioren vom VfL zuvor auf Turnieren gewonnen und wussten erst gar nicht, wohin damit. Und dann habe ich sofort gesagt, Mensch, was wäre Büngertechnik, die haben 2 Fußballmannschaften. Lass doch gegen Büngertechnik ein schönes Fußballspiel machen und gemütliches Beisammensein anschließend. Im Vereinsheim des VfL. Übrigens mit leckeren Würstchen und einem echten Bundesliga-Star der 80er Jahre. Nämlich Ralf Heck, der schon für den MSV kickte. Das war eine sehr große Freude für mich, gegen euch zu spielen. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, super. Man muss einen Hut davor ziehen, trotz eurer Behinderung, sage ich jetzt mal, dass ihr auch einen tollen Fußball gespielt habt, teilweise technisch auch sehr gut. Und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß auch nicht, wie oft ihr trainiert und so weiter. Einmal die Woche. Bitte? Einmal die Woche. Einmal die Woche, ja. Und die Frauenmannschaft. Absolut ansehbar und das war für mich persönlich ein sehr schönes Erlebnis. Und weil es so schön war, nächstes Jahr dann das Rückspiel.